Hallo und willkommen zurück zu Druidstone. Wir werden dieses Mal The Trial of the Cryon Blocks machen. Anscheinend gibt es da auch nur eine Sache, die man da erreichen kann. Ist vermutlich einfach nur so ein Story-Dingen. Heißt auch gleich wie das Hauptding. So, das hier hat denselben Namen wie das. Shall we know who built them? Bimmerians. Just about all of this ancient crap is by Bimmerians. Glad to have you working with us, Warden. The primary task of every ranger is to defend many a forest, but sometimes we take it easy and go shrine hunting. We don't know who built them. These places are ancient, and even after all this time, we're still finding new ones. Many of them we have never managed to unlock. Each one is a unique puzzle. It's like, a little like banging your head against a wall, to be honest. But it's worthwhile. The ones we have managed to open have held great rewards. Good luck. Okay. Also ein reines Puzzle. Amazing, these blocks. How long have they been here? They're ancient. Everything about these places is ancient. And they're still glowing like that after all this time. I bet they serve some purpose, some kind of magical mechanism. Are they safe to touch? You know, I often wonder that about a lot of things, and then I just go and find out. That seems a little foolhardy. Keeps me from getting bored. Okay, wir haben hier... Interact to push the block. Und das... Das tut erstmal nichts. Okay, hier haben wir auch kein Punktelimit oder so. Damit wäre man dann screwed, oder? Wenn man den jetzt in die Ecke schieben würde, dann müsste man das wahrscheinlich neu starten. So, weil da käme er ja nicht mehr raus. Und hier haben wir 4. Was passiert denn, wenn wir die da drauf schieben? Aha, okay. Und dann muss man das einfach bedecken. Okay. Das kriegen wir hin. Dann fangen wir doch oben an. Mit dem, indem wir da diese Ecke raussprengen. So. Dann müssen wir entsprechend da oben die Ecke rausspringen. Das war falsch. Dann schieben wir den nach unten. Da unten kriegen wir den aber nicht mehr weggeschoben. Können uns ja nicht mehr auf die Seite stellen. Wie können wir das hier dann nutzen? Hm.
Das ist die eine interessante Stelle hier. Weil wenn wir das jetzt einmal da drauf schieben, kommen wir da ja nicht mehr hin. Dann kriegen wir das gar nicht mehr bewegt. Wenn wir aber da unten diese andere Ecke zuerst raussprengen, dann könnten wir uns da in die Ecke stellen und das dann nach oben schieben. Okay. Victory! Ein Gem. There's some really complicated magical theory behind all of this, I'm sure, but it's more than I can figure out. Keine Erfahrung. Mhm. War gut. Das ist aber eigentlich auch ganz cool. Dann würde ich sagen, gucken wir direkt weiter mit der Bimur Cave. Da stehen ja überall die Freaks. Steht einer. Da steht einer. Sehe ich jetzt nicht. Das sieht aus wie so ein Friedhof. Gut, ja, dann würde ich sagen, schauen wir in die Blimor Cave. Achso, erstmal sollten wir noch diesen einen Punkt verteilen. Der Fokus ist super. Da muss man eigentlich hin und her schieben. Erstmal wollte ich ja sowieso testen, was dieses Beschwören von dem Vieh so bringt. Also, dann schauen wir uns das hier noch an. Eigentlich wollte ich ja immer das so abgeschlossen haben. Eine Folge und eine Folge ein Dungeon-Dings. Deshalb werde ich auch hier jetzt schon nach nur 8 Minuten einen Schnitt machen. Und dann werden wir beim nächsten Mal diese Blimor Cave uns ansehen. Und ja, schauen wir mal. Also dann, bis zum nächsten Mal.